Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde der Guten und der Haltung. Hier wieder euer Woogielike TV. Heute mit einem neuen Projekt. Und zwar, das heißt neues Projekt, aber es ist ein neues Spiel bei Angewuckt. Genau, ihr hört richtig, Angewuckt, nicht angezockt, kann man es auch nennen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und zwar Dailand. Dailand ist ja auch so ein Sandbox-Game. Soweit wie ich es mitbekommen habe, jetzt ich kenne das Spiel noch nicht, habe es noch gar nicht angetestet. Und dafür bin ich jetzt da, um es mit euch anzutesten, um zu sehen, wie es bei euch ankommt. Und wenn ihr Bock habt, dass davon mehr kommt, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Vielleicht machen wir da sogar mal einen schönen Livestream drüber. So ein ganz entspanntes, schönes Spiel am Abend. Einfach mal zusammen zocken, ein bisschen quatschen. Ja, ich würde sagen, wir starten doch einfach mal hier neues Spiel. Dann lassen wir überraschen, was hier so alles auf uns zukommt. Bin ich selber echt gespannt, was hier passiert. Man hat auf jeden Fall, soweit wie er, seinen eigenen Planeten, seine eigene kleine Welt, die man aufbauen kann. Und was man so, wie gesagt, mehr weiß ich selber noch nicht. Lass uns überraschen. Und dann sehen wir ja, was dabei rauskommt, denn was es alles so hier Schönes gibt. Und dann mal gucken. Badam. So, auf jeden Fall von Dailand, die Entwickler sind Shibik Games. Oder nur Shibik, wie ihr möchtet, wie ihr wollt. Das kam jetzt erst letztes Jahr raus, das Spiel. Ja, das ist eher so ein Singleplayer-Adventure-RPG-Game auf jeden Fall. Sandbox, wie ich schon sagte. Man kann farmen, man kann craften, man kann was aufbauen. Ja. Lass uns doch mal überraschen. Dieses Spiel verwendet eine automatisch gespeicherte Funktion. Na denn, lassen wir nochmal speichern und laden. Lasse dich überraschen. Drücke X, um zu beginnen. Ach, das sind wohl wir hier vorne. Na dann, nicht lang snacken. Ho, was ist denn hier los? Ein neuer Tag beginnt. Es gibt viel zu tun. Zuerst sammle ich einige Beeren vor den Sträuchern am See. Gut, neue Mission. Sammle 2 Beeren von den Sträuchern nahe dem See. So, das ist hier unsere kleine eigene Welt. Wenn ihr euch fragt, ich spiele auf der PS4. Das Spiel ist natürlich auch für den PC. Ja. Gucken wir mal hier. Inventar haben wir Pfeiltasten nach oben. Gut, da haben wir nichts drin. Ne? R2 können wir rumgucken. Pinienkerne haben wir. Okay, das ist der Status. Das sind wohl wir hier. Leben, hungrig. Ach, wir müssen auf unser Essen auch achten. Okay. Gut, da haben wir nichts drin jetzt. Missionen, das sind die. Okay. Ah ja, und wenn wir Dreieck drücken, haben wir hier unsere kleine Welt. Boah, geil. Ist schon mal echt sehr geil gemacht. Sieht schon cool aus, muss ich schon mal sagen. Da haben wir so ein paar Felder zum Anpflanzen. Da ist so ein kleines Tiki-Zelt. Unser kleiner Tümpel. Schon ein paar Bärchen, ein paar Bären, ein paar Sträucher zum Pflücken, wie ich schon sehen kann. Gut, dann würde ich mal sagen, schlawenzen wir doch da mal hin. Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, man sieht schon auf der Karte so ein bisschen paar Pfeile. Da unten diese blauen. Dafür sagen, laufen wir doch mal so einen Pfeil nach. Ah ja, hier sind sie. Schieben. Aha, okay. Ach, er sammelt automatisch auf. Sehr cool. Oh, noch einmal, plupp. Ja, komm, sammel auf, mein Junge. So, damit haben sie Bären. Ich habe nur ein paar sammeln können. Ich komme ein andermal wieder, um mehr zu holen. Alles klar, tu das. Oh, Angriff der Marsianer. Achtung, Sternpatrouille. Was, Moon? Moon hier, auf Aufklärungsmission. Ah ja, okay. Ich bin im Moment auf einem seltsamen kleinen Planeten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Er scheint unbewohnt zu sein. Ha, das glaube ich wohl nicht. Ich wohne hier, also. Ah ja, hier ist er ja schon. Sprechen. Hey. Ja, hey, hallo. Hallo, ich wusste, dass du hier bist. Ich dachte, hier wohnt niemand. Ah ja. Ich lebe allein hier. Ich heiße Arko. Ach, Arko heißt er. Ja. Ich bin Moon, Entdeckerin bei der Sternenpatrouille. Ich bin zum ersten Mal auf diesem Planeten. Ach nee, ich auch. Er heißt Dailand.
Dailand? Er erscheint nicht auf dem Radar. Es ist fast, als sei er aus dem Nichts aufgetaucht. Ja. Ah, ich sehe, du hast dich hier niedergelassen. Du scheinst ein sehr praktischer Junge zu sein. Ja, und das bin ich. Ich bin sicher, dass du Dailand zu einem sehr angenehmen Wohnort machen wirst. Ich helfe dir. Zuerst musst du Obst und Gemüse pflanzen und ernten, damit du keinen Hunger leiden musst. Okidoki. Das ist eine tolle Idee. Ich hatte schon satt, immer nur wilde Beeren zu essen. Du hast noch gar nichts gegessen, erzähl doch nichts. Mensch, Junge. Schau, ich zeig dir, wie man eine Hecke herstellt. Melde dich bei mir, wenn du fertig bist. All klar. Du hast ein neues Rezept. Hacke. Neue Mission. Wie wäre es mit einer Hacke, um den Boden zu bearbeiten? Sprich dann nochmal mit Moon. Den Boden zu bearbeiten? Okidoki. Dann flitzen wir hier. Eintreten. Schmiede. Lull. Ah, das können wir herstellen. Auch Stein und Holz. Ah ja, okay. Also echt so ein Crafting-Game. Das kann echt lustig werden, muss ich sagen. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Scheint echt Spaß zu machen. So, jetzt haben wir eine Hacke hergestellt hier. Können wir schon mal was hacken? Säen können wir hier. Okay, hier auch säen. Säen, säen. Siehst du säen? Da hat der Sänmeister. Ah ja, okay. In 22 Sekunden oder 20 Sekunden ist es auch wieder erntebereit. Was? 1,35? Lull. Und wieso hier 1? Okay. Muss ich nicht verstehen. Egal. So, dann flitzen wir mal zu Moon hier ran. Hey. Moon, ich habe eine Hacke hergestellt. Toll. Wie sehe, bist du sehr geschickt. Ja, ist ja nicht schwer. Ein bisschen Holz, ein bisschen Stein, ab geht die Post, ne? In der Nähe der Ebenen, wo du dein Zelt hast, sieht dein Land fruchtbar aus. Hier, pflanze diese Karottensamen dort an. All klar. Vielen Dank, ich komme bald zurück. Neue Mission. Lege mit deiner Hacke ein Kartoffelfeld. Ach, Kartoffel. Karottenfeld an. Allmächt. Hab schon Nasenfahrt und sehe nichts, ey. So, ja, dann kicken wir mal. Hier, irgendwo, hier waren noch die Felder. Sehen. Da, Karotte. Okay. Jetzt mit der Hacke allerlei Samen auf den Pflanzen. Okay. Ich suche einen Ort, um in Wassernähe, um 2 Pinienkerne zu pflanzen. Okay, neue Mission. Benutze die Hacke, um 2 Pinienkerne in der Wassernähe einzupflanzen. Okay. Dann würde ich sagen, tun wir das auch mal. Hier war ja irgendwo Wasser vorhin schon mal. Hier, Pinien, da ist sowas. Ey. Ach nee, Angeln auch noch? Lull. Warte mal. Ich liebe es zu angeln, aber zuerst muss ich ein... okay. Er meinte doch eben gerade, benutze die Hacke, um 2 Pinienkerne in Wassernähe anzupflanzen. Lull. Ist hier etwa noch ein Feld oder was? Okay. Den Pilz nimmt er automatisch auf. Da rennt er bloß dagegen. Also scheint echt, ja doch, man kann hier echt viel machen, so wie es aussieht. Was war das? War das ein Gewitter? So, warte mal, ich muss hier mal hin. Eintreten. Ach, schlafen kann man auch. Ah ja, okay. Hier haben wir noch gar nichts. Flup-Inventar schließen. Aber Wassernähe. Ach so, man kann auch einfach hier den Baum packen, aber erst in 2 Minuten. Okay, okay. Dann machen wir das mal so. Ich muss einen weiteren Brunnen bauen. Ah ja. Aber kann ich doch nicht. Vielleicht hier? Okay, in Wassernähe. Aber irgendwie ist hier noch nichts. Ich kann doch hier nichts machen gerade. In Wassernähe. Ich weiß, du brauchst erstmal eine Angel. Das ist mir schon bewusst, Digga. Aber ich bin noch in Wassernähe. Warte mal, wir nehmen hier mal die Pflanzen mit. Der muss ja irgendwas futtern, der Junge. Nimm die mal mit hier. Flupp. Achso, in 3 Minuten. Ah ja, lull. Okay. In Wassernähe bin ich jetzt... Ey, warte mal. Pflanzen. Okay. Warte mal, in Wassernähe, ne? Hat sie gesagt. Achso, mit dem rechten Stick kann ich auch so die Kamera drehen. Okay, cool. Pinienkerne. Zack. Ach so. Na, dann pflanzen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, alles klar. Nochmal. Flupp. Gut gemacht. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die Bäume wachsen und mehr Samen bekomme.
Ah ja, okay, aus Pinienkerne können wir Bäume pflanzen. Das ist sehr gut, dann kriegen wir aus den Bäumen natürlich Holz. Aber weißt du was, da machen wir noch einen hin. Wir sind ja da nicht so. Ah, ich habe jetzt erst so ein Viereck. Ah ja. Okay. Jetzt muss ich warten, bis die fertig sind. In 1,33. Wunderbar. Ey, jetzt ist der Stein am Weg. 5 Minuten sind die Möhrchen fertig. Hier können wir noch ein bisschen säen, aber kann ich nicht, weil ich jetzt einen Boden bauen muss. Heidelbeeren. Ah ja. Material. Besonderes Status. So, und wie kann ich hier futtern? Der hat 19%. Ah ne. Nee, okay. Will ich auch nicht. Ich will nicht, dass du es essen tust. Zwei Pilze habe ich. Bewegt sich der Balken da oben? Ich weiß es gerade nicht. So, 15 Sekunden, das ging jetzt aber schnell. Okay, sehr cool. Dann springen hier gleich mal Bäume aus dem Boden. Aber schon cool, gibt es auch so einen Tag-Nacht-Modus. Finde ich schon sehr geil gemacht. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ah ja, hier. Flupp. Haben wir noch ein paar Pinienkerne schon mal wieder. Hallo, ich will die aufsammeln. Lass mich. Jetzt. So, können wir auch machen an den ersten 2 Minuten. Aber wir können immer bloß einen Baum. Was ist das denn hier? Ja, lol. Was bist du denn? Sieht aus wie ein Portal. Das sieht aus wie von. Portal. Was war das? Sehr, sehr komisch. So, jetzt flitzen wir zurück. Jetzt müssten eigentlich da schon wieder Bäume stehen. Dümm, also macht auf jeden Fall echt Spaß. Also bis jetzt ist es sehr cool gemacht. Ah, da sind ja schon die Bäumchen. Dann sammeln halt mal auf da. Gut, aber das sind halt echt nur Bäumchen. So wie das aussieht, in 3 Minuten wachsen die denn. Aber irgendwie. Ah ja, okay. 1 Minute und flupp. Was für ein Wunder, es kam ein Bäumchen. Also wachsen die auch noch, wenn nur größer. Na gut, würde mir wundern, wenn nicht. Haben wir sonst irgendwas? Ach, hier ist ein Körötchen. Dauert noch 2 Minuten. Kann ich hier nichts ansehen gerade? Mission. Zünde eine Fackel am Lagerfeuer an. Lege mal einen Hacker in Karottenfeld an. Haben wir das schon gemacht? Haben wir doch schon getan. Am Lagerfeuer. Wenn du mir sagst, das ist, wo ein Lagerfeuerchen ist hier. Eintreten. Schmiede. Warte mal. Das da? Dann machen wir doch mal so und schauen mal, wo hier ein Lagerfeuer ist. Mit einer Fackel ein Lagerfeuer. Aber hier ist doch kein Lagerfeuer. Was erzählt denn die für ein Mist? Nix. Planet hier. Da. Zünde eine Fackel im Lagerfeuer an. Lagerfeuer? Warte mal. Wir gehen mal hier hin. Sprechen. So, ich habe die Samen gepflanzt. Jetzt muss ich nur warten, bis sie geerntet werden können. Jupp, gut gemacht. Viele landwirtschaftliche Erzeugnisse sind essbar und helfen dir, keinen Hunger zu leiden. Ich möchte lernen, wie man Dinge herstellt. Das klingt natürlich sehr gut. Natürlich, in diesem Fall wäre es gut, wenn du einen eigenen Hammer hättest. Jo, das wäre natürlich sehr gut. Also nützlich, um Steine zu brechen. Ich erkläre dir, wie es geht. Also los, ich folge deiner Anleitung. Rezept, neuer Hammer. Okay, ja. Du hast den letzten Auftrag noch nicht beendet. Jaha. Invent, nee. Mission, nein, auch nicht. Inventar. Material. Nee, warte mal. Ich muss hier zum Zelt hin. So war das genau. Zum Zelt eintreten. Schmiede. Hammer. So. Flup, flup. Ah ja, jetzt können wir hier auch bauen. Das klingt natürlich sehr geil. So, jetzt sprechen wir mal mit der. So, ich habe jetzt einen Hammer. Gut gemacht. Mit der Zeit wirst du immer besser darin, Gebilde zu bauen. Schau, ich zeig dir, wie man ein Lagerfeuer baut. Es ist ganz einfach. Ah ja. Aha. Aha, sagt er. Aber ich habe nicht genug Holz. Das stimmt. Ich habe auch kein Holz. Okay. Es sieht aus, als müssten wir einfach ein paar Bäume fällen. Ja, denn. Ach, jetzt kriegen wir eine Axt auch noch. Juhu. Und ab geht die Schnitzeljagd. Zack. Und jetzt bauen wir uns eine Axt hier. Ich habe nicht genug Material. Ja, uns fehlt Stein. Das heißt, wir müssen hier mal zertrennen. Ah ja. Einmal, wenn wir es aufdrücken, dann passt das auch schon.
klatschen wir nochmal mal drauf. Wir bekommen immer 10 Erfahrungspunkte davon. Was für ein Glück, ich habe Mineralien im Gestein gefunden. Okay. Nee, warte mal, machen wir mal weiter hier. Lass noch ein bisschen kloppen. So, das müsste schon reichen eigentlich. Schmiede. Jetzt können wir uns aber eine Axt bauen. Jawohl. So. Und mit einer Axt können wir natürlich auch Holz machen. So. Jetzt, Axt. Zack. Jetzt lauf doch mal da durch, Kollege. Schneiden. Bup. Ah. Das war's mit dem Holz. Ach, geht er noch weiter? Ja, wie geil ist das denn? Sehr cool. So, irgendwo zeigt ihr noch einen Pfeil hin, habe ich gerade gesehen. Oder bin ich? Nee. Nee, wir gehen erstmal zu Mu wieder zurück, würde ich sagen. Hey. Mu, ich habe meine Axt. Super, aber vergiss nicht, das Gleichgewicht zwischen den Bäumen, die du pflanzt, und den Bäumen, die du fällst, aufrechtzuerhalten. Hier, nimm ein paar extra Samen. Vielen Dank. Ich baue ein Lagerfeuer. So kannst du in kalten Nächten warm bleiben. Jetzt kannst du Materialien beschaffen. Mit dem Hammer brichst du Steine und mit der Axt erhältst du Holz. Ja, das ist ja fast klar, ne? Na, das kriege ich hin, sagt er ganz locker. So, ich kann Lagerfeuer basteln. Dann lass doch mal ein Lagerfeuer bauen. Schmiede. Ah, ne. Werkstatt. Ach, Haus kann ich auch verbessern. Ja, lol. Aber wie kann ich jetzt hier Lagerfeuer bauen? Inventar. Materialien. Besonderes. Ah ja, Heidelbeeren kann ich essen. Achso, wenn ich darauf drücke, kann ich essen. Dann lass schnacken, Digga. Man kann da vorne oben sie auch neben den Essen und neben den Charaktersymbol sind so blaue Steine. So, was die bedeuten, habe ich noch keine Ahnung. Gut, die Bäume kann ich auch snacken jetzt. Oh, die sind fertig. Kann ich hier was sehen? Nee, ich muss erst immer noch einen Brunnen basteln. Ich würde gern ein Lagerfeuer bauen. Nein! Eintreten. So, schlaf ein paar Stunden, um deine Energie wieder aufzufüllen. Ah ja. Schmiede. Aber ich kann jetzt hier kein Lagerfeuer bauen. Wie kann ich hier ein Lagerfeuer bauen? Mission entzünde. Baue ein Lagerfeuer. Ja. Besser ein Zelt aus und baue ein Haus mit der Werkstatt. Ja, das können wir halt noch machen. Das ist ja gar kein Problem. Aber ich würde jetzt lieben gerne noch ein Lagerfeuer basteln. Wie kann ich ein Lagerfeuer bauen? Brauche ich eventuell noch Holz und so? Ich würde sagen, pass mal auf hier. Dann klatschen wir doch mal daran, dass wir hier noch ein bisschen was haben. Ah ne, das war falsch, glaube ich. Nee, ich will das da haben. Okay. Was zum Glück, ich habe mit Radio für Überbappe, haben wir schon gesagt. Okay, bauen. Ah, okay, alles klar, ich hab's verstanden. Einfach nur auf bauen, Mann, bin ich Blade. Ja, das ist einfach noch ein bisschen neu hier. Dann würde ich mal sagen, Lagerfeuer. Das schnabulatzen wir einfach mal hier so hin. Pop. Jetzt werde ich sollte es anzünden. Ja, dann mach mal Feuer. Ha, lull. Man kann die Hitze spüren. Es ist schön, am Feuer zu sitzen. Mit der Fackel kannst du Feuer transportieren. Ach, nee. Aber sei vorsichtig. Feuer kann sehr zerstörerisch sein. Oh, Feuer ist gefährlich? Das werde ich nicht vergessen. Ach ja. Erkunden wir den Planeten. Ich würde gern sehen, ob es hier etwas Spannendes gibt. Auf dem Hügel ist ein Gebilde. Komm, ich zeig sie dir. Nimm Mu mit, um das Gebilde auf dem Hügel zu untersuchen. Würde ich gerne tun, aber warte mal. Ich würde gerne erstmal eine Fackel schnell bauen. Die stellen wir mal schnell her. So. Haben wir jetzt die Fackel hier irgendwie. Ups, das war der falsche Knüppel. So, jetzt habe ich aber einen hergestellt und weiß nicht, wie es blöd. Bauen? Egal. So. Ja, gut, dann gehen wir mal da. Ach so, ich soll mit ihr dahin flitzen. Scheinbar kann man die Fackel dann erst im Dunkeln benutzen. Ausbessern. Okay. Okay, das kann ich jetzt ausbessern irgendwann. So, schnecken wir mit der hier mal. Du hast den letzten Auftrag noch nicht beendet. Ja, was denn für den letzten Auftrag?
Lagerfeuer? Was denn für ein Gebilde? Wo willst du hin? Was für ein Gebilde hier? Bin ich blöd? Was für ein Gebilde? Meint ihr das Ding da oder was? Ich weiß es nicht. Das ist ein Dümpel auf jeden Fall. Schlafen müssen wir auch noch, um das nächste Level zu erreichen. Drei Pilze, Nutzpflanzen haben wir auch. Ja gut, meine Freunde. Das war auf jeden Fall erstmal das Spiel Dailand. Und zwar zum Anzocken, dass ich euch angezockt habe. Und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann können wir auch mal ein paar Videos davon wieder machen, wenn ihr Lust darauf habt. Gar kein Problem. Und wenn ihr möchtet, kann ich das auch demnächst im Stream einfach mal rausklatschen. Weil bis jetzt, muss ich sagen, ist es ein schönes, entspanntes, ruhiges Spiel hier. Also es macht echt Spaß. Ist halt echt so ein schönes Crafting-Spiel. Ohne Stress, ohne Hektik. Man hat ja seine Ruhe weg. So ein bisschen seine kleine Welt aufbauen. Gut, man muss halt alles im Gleichgewicht halten, das ist klar. Hat es ja schon selber gesagt. Was auch völlig in Ordnung ist. Ja. Das ist die Fackel. Ah, die macht das Feuer. Haha, gut. Ja, und dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch allen recht herzlich fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einfach mal einen Daumen nach oben da oder schreibt es in die Kommentare, wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Das war einfach nur eine kleine Folge, um euch zu zeigen, wie das hier Spiel funktioniert, was das für ein Spiel ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also mir taugt das, wenn ich jetzt eine Zahl von 1 bis 10 nennen würde, wie das Spiel ist, würde ich auf jeden Fall so, ja, doch, eine 9,5 würde ich es auf jeden Fall geben. Es macht Spaß. Du hast viele Möglichkeiten in dem Spiel. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Spiel gefallen hat, ob ihr auch zocken würdet. Und dann würde ich sagen, ich bin jetzt raus für heute. Ciao mit V, euer Woogie.